Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, herzlich willkommen. Ganz aktuell, es ist von humanitären Korridoren die Rede gewesen. Und wir hören eben, dass der in Mariupol von russischen Truppen beschossen wird. Stellen wir es fest, Putin ist ein Kriegsverbrecher und er sollte eigentlich das Ende eines Kriegsverbrechers finden. Er sollte nach Den Haag. Und natürlich sind da die Frauen wieder am meisten betroffen. Ich habe es das letzte Mal gesagt, ich sage es heute nicht nur wegen des Weltfrauentages. Natürlich sind sie am meisten betroffen. Diese Bilder, die wir sehen, dass Frauen irgendwo in einem Keller ein Kind bekommen müssen, dass sie jetzt auf der Flucht sind. Aber es hat auch Kira Rudik, die Vorsitzende der liberalen Golos, eben getwittert. Eigentlich sollten wir heute, wir, die Frauen, heute Blumen bekommen, aber wir haben Waffen in der Hand und wir wehren uns auch für unser Land. Auch das ist die Botschaft heute aus der Ukraine. Ich habe immer gesagt, wir, das ist die glücklichste Generation, die je in Österreich gelebt hat. Und ich weiß sehr wohl, Petrana Ribo, Frau Justizministerin und andere, Sie haben Flucht erlebt. Ja? Und ich habe das immer unglaublich gefunden, welches Schicksal Sie hatten. Und jetzt sehen wir das aber noch viel näher. Wir hatten das Glück, dass wir nie einen Krieg erleben mussten, dass wir erzählt bekamen, wie schrecklich das ist. Und jetzt erleben wir es aus der Nähe. Aber wir müssen auch feststellen, dass wir hätten wissen müssen, was Herr Putin für einer ist. Ja? Wir hätten es wissen müssen. Und dieses Buch, ich kann Sie nur sagen, bitte lesen Sie das. Ja? Bitte lesen das. Putins Netz. Wie war der Aufstieg des Herrn Putin? Mit dem KGB, mit den Mafiosi, mit den alten Kommunisten haben sie gemeinsam zunächst in St. Petersburg gestohlen und dann haben sie im ganzen Land gestohlen und das Geld unter sich verteilt. Und diejenigen, die nicht mitgemacht haben, sind verhaftet worden, zum Teil auch umgebracht worden, die Medien eins nach dem anderen vernichtet worden. Und dann ist 2014 passiert, dann ist die Krim überfallen worden und der Osten der Ukraine. Und wenige Monate später hat man hier gewitzelt, ja, mit dem, der damals schon ein Kriegsverbrecher war, hat man in Wien Witze gemacht, Diktator lustig hin und her. Das ist auch ein Stück unserer Geschichte und dafür haben wir uns zu bekennen und da haben wir auch zu sagen, wir hätten es wissen müssen. Das, was er letztlich gemacht hat, ist leider logisch vorgegeben gewesen. Und auch das stimmt. Ich habe das im Jahr 2015 im Kurier geschrieben und bin vom Herrn Wolf sehr kritisiert worden. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Angestellte eines Oligarchen der Chef der österreichischen Staatsindustrie wird. Und was hat er betrieben? Was hat er betrieben? Dass die OMV sich an Russland ausliefert. Und das Ergebnis, das haben wir heute. Das, was wir erleben, ist eine Tragödie. Karl Marx hat ja Hegel, der Kollege Kickl kennt sich aus, hat ja Hegel weiter paraphrasiert und hat gesagt, Geschichte ereignet sich zweimal, einmal als Tragödie und einmal als Farce. Nach der Tragödie des Kommunismus haben wir gedacht, dieser Putin, der da nackt am Pferd sitzt und sich sonst so toll gibt, der sei die Farce. Nein, er ist die zweite Tragödie. Leider hat Mark Twain recht, der gesagt hat, Geschichte reimt sich von Kommunismus auf Putinismus. Und es ist um nichts besser geworden. Der Unterschied ist nur, dass wir gedacht haben, er sei unser Freund und wir könnten mit ihm operieren, können wir aber nicht. Und das Nächste muss ich auch sagen, Putin ist auch für Terroranschläge verantwortlich. Und deswegen ist die ganz große Frage, heißt nicht Neutralität, meine Damen und Herren. Die ganz große Frage heißt, wie sichern wir unsere Sicherheit? Wie sichern wir die Sicherheit der Menschen, die in Österreich leben? Und da sagt irgendjemand Neutralität, da zitiere ich Ihnen gerne den Hugo Portisch. Ich habe mit ihm ein Interview geführt und am 26. Oktober 2015 haben wir es im Kurier veröffentlicht. Und er hat ganz klar gesagt zur Neutralität, er hat mit vielen Generälen gesprochen, die damals, also im Kalten Krieg, in den Planungsstäben waren, sowohl im Warschauer Pakt als auch in der NATO. In dem Moment, wo Krieg gewesen wäre, so sagten die Generäle von beiden Seiten, wären alle sofort nach Österreich marschiert. Und ich selbst bin Zeitzeuge eines Gesprächs mit Helmut Kohl 1987. Damals haben NATO-Truppen geübt, dass sie natürlich nach Österreich reingehen, wenn russische Truppen durchs Donautal kommen. Und ich habe zum Herrn Kohl gesagt, Herr Bundeskanzler, wie kann die NATO nach Österreich einmarschieren? Wir sind doch neutral. Und er ist ziemlich aggressiv geworden, wie er das so gern machte. Sie glauben doch nicht, dass Sie Ihr Land mit Ihrem Bundesheer verteidigen. Wir verteidigen Sie, aber doch nicht Sie mit Ihrem Bundesheer. Und dann lese ich vor kurzem, was die Schweizer Verteidigungsministerin sagt. Die Schweiz hat eine starke Armee und diese weniger vernachlässigt wie Deutschland und Österreich.
Und was lese ich jetzt gerade im Standard vor ein paar wenigen Minuten? Es gibt eine heftige Debatte zwischen der Präsidentschaftskanzlei und der Frau Bundesministerin Tanner. Und da heißt es, also jedenfalls die Präsidentschaftskanzlei stellt fest, dass die neue Organisation das Bundesheer gefährdet und die Einsatzfähigkeit unseres Bundesheeres gefährden würde. Ja, was heißt denn das? Wir sagen, wir sind neutral und damit sind wir sicher. Nein, das sind wir nicht. Wenn wir gegen Terroranschläge, die wir befürchten müssen und nur hoffen können, dass sie nicht stattfinden, wenn wir gegen die gesichert sein wollen, werden wir nur das gemeinsam mit unseren europäischen Freundinnen und Freunden machen. Und wenn wir uns wirklich verteidigen wollen in Österreich, werden wir das nur gemeinsam mit den anderen Europäern machen. Und ich weiß, dass eine europäische Armee, das dauert natürlich. Aber jetzt müssen wir kooperieren. Das beginnt beim Einkauf, das beginnt bei gemeinsamen Übungen. Und das stört nicht die Neutralität. Bitte hören Sie auf, den Menschen Unsinn zu erzählen. Das, was wir machen, ist natürlich im Rahmen der Neutralität möglich. Die Schweizer haben genauso wie wir allen Sanktionen zugestimmt. Wir haben, als wir der EU beigetreten sind, die Verfassung geändert, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Also bevor wir die Debatte überhaupt führen, ist doch klar, dass wir noch mehr machen können im Rahmen der Neutralität, weil das Ziel ja ist, die Sicherheit Österreichs zu gewährleisten. Und die Sicherheit Österreichs ist gefährdet, die Sicherheit Österreichs ist gefährdet, sagt der Thomas Stalinger, Generalmajor Stalinger, der bei meinem Bundespräsidenten arbeitet. Das ist die Realität und damit müssen wir uns konfrontieren. Und wie gesagt, mit unserem Herz, mit unseren Taten, danke für alle, die auch in der Ukraine waren. Danke an alle, die gespendet haben. Danke an alle, die jetzt Menschen aufnehmen. Auch das werden wir jetzt machen müssen. Und dann kann man nur sagen, hoffentlich ist dieser Kriegsverbrecher bald gestoppt. Dankeschön.